Lina hatte schon so lange, wie sie sich erinnern konnte, auf der Straße gelebt. Sie war immer hungrig und durstig und wusste nie, wo ihre nächste Mahlzeit herkommen würde. Aber am schlimmsten war die Einsamkeit. Sie sehnte sich nach menschlicher Gesellschaft und Zuneigung, aber jedes Mal, wenn sie versuchte, sich jemandem zu nähern, wurde sie entweder ignoriert oder versehentlich getreten. Eines Tages saß Lina alleine in einer dunklen Gasse und fühlte sich besonders niedergeschlagen. Sie hatte aufgegeben, mit Menschen in Kontakt zu treten und sich ihrem einsamen Leben ergeben. Doch plötzlich tauchte aus dem Nichts ein kleines Mädchen auf. Das Mädchen war an der Gasse vorbeigegangen, als es Linas leises Weinen hörte. Sie näherte sich der Katze langsam und vorsichtig, um sie nicht zu erschrecken. Zuerst war Lina unsicher, aber etwas an der sanften Annäherung des Mädchens ließ sie sich sicher fühlen. Das Mädchen streckte ihre Hand aus und streichelte Linas Fell sanft. Lina schloss die Augen und schnurrte zufrieden. Das Mädchen blieb eine Weile bei Lina, sprach sanft mit ihr und gab ihr etwas zu essen und zu trinken. Lina spürte eine Wärme in ihrem Herzen, die sie zuvor noch nie verspürt hatte. Sie hatte endlich jemanden gefunden, der sich um sie kümmerte. Von diesem Tag an besuchte das Mädchen Lina jeden Tag. Sie brachte ihr Essen und Wasser mit und spielte mit ihr. Linas Vertrauen in Menschen begann langsam zu wachsen und sie näherte sich sogar anderen Leuten, die an der Gasse vorbeigingen, in der Hoffnung, neue Freunde zu finden. Aber eines Tages hörte das Mädchen auf zu kommen. Lina wartete und wartete, aber sie tauchte nie wieder auf. Lina fühlte, als ob ihr das Herz herausgerissen wurde. Sie hatte endlich jemanden gefunden, der sich um sie sorgte, und nun war sie wieder allein. Tage wurden zu Wochen und Lina begann die Hoffnung zu verlieren. Sie saß in der Gasse und fühlte sich einsamer als je zuvor. Doch dann, eines Tages, tauchte das Mädchen wieder auf. Lina konnte es nicht glauben. Das Mädchen erklärte, dass sie im Urlaub gewesen war, aber Lina niemals vergessen hatte. Von diesem Tag an nahm das Mädchen Lina mit zu sich nach Hause und versprach, sie niemals wieder allein zu lassen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.